Ja, herzlich willkommen zu Silvia Koch. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute sind wir im wunderschönen Brixental unterwegs bei Bestwetter. Wir besuchen die Wallfahrtskirche und das Schlossmuseum Maria Stein. Dort gibt es gleich drei Kapellen mit einer wunderbaren Sage. Und dann kochen wir bei einem regionalen Wirten. Steinberg nennt sich das Haus. Wir machen eine Heusuppe und einmal geschmortes Lamm. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und dann besuchen wir einen regionalen Produzenten, der sich ganz dem Käse verschrieben hat. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Alles Liebe. In Oberndorf in Tirol ist die Hofkäserei Schagerer. Den Hof selbst gibt es seit über 400 Jahren. Andreas Lindner ist seit 19 Jahren Käser und zeigt mir heute, wie man Sauerrahmbutter aus Rohrahm macht. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich habe noch nie Butter quasi in Modeln gefüllt. Ja, super. Ist das gefragt bei euch? So auf jeden Fall. Also am Wochenmarkt und ab Hofverkauf, auch in der Gastro zum Kochen. Echte Butter ist immer gefragt. Was ist eine echte Butter für dich? Eine echte Butter ist, dass die Milch ist ganz frisch, also ist wichtig. Die ist nicht älter als 24 Stunden. Und die Milch ist tatsächlich quasi nebenan zu Hause. Genau, die Kühe stehen die quasi einmal weiter. Genau. Wir haben 40 Milchkühe. Und wir haben da unterirdisch eine Pipeline, wo die Milch dann selbst laufen durchläuft. Super. Na gut, dann leg los, lern mich ein, jawohl. Chef. Wichtig ist immer, dass das Model schön nass ist. Aha. Und dann wird die Butter noch ein bisschen ausgeknetet. Ja. Schön reindrücken. Wichtig ist, dass er gut ausgeknetet ist, dass wir nicht mehr zu viel Wasser drin haben. Ja. Gut, man muss dazu sagen, du hast große Hände. Ja, genau. Weiß nicht, ob ich meine Zwergenfingerchen das ich gut. Glaub schon. Dann schön anstreichen. Ja. So, dann wird es ein bisschen lauter. Und nachher einfach so drüber setzen und mit Gefühl auslassen. Ja, schön. Okay, dann. Machen wir einen fliegenden Wechsel. Also am besten, du nimmst du mal ein bisschen was in die Hand. Ja. Nicht zu viel gleich. Genau, ein bisschen auskneten. Schon auskneten, ja. Okay. Gerne. Und jetzt rein. Und dann rein, genau. Und du druckst es nämlich so richtig ja, fest, genau. Habe ich gesehen. Dass wir ein schönes Model zusammenbringen. Wie alt ist diese Art, Butter zu machen? Weißt du das? Ah, das ist eine gute Frage, aber ich habe das von meiner Oma gelernt. Ernsthaft? Ja. Deine Oma hat das schon so gemacht? Ja, ein bisschen rustikaler, aber. Worauf schaust du im Umgang mit den Tieren? Ja, so ist ich unsere Tiere als Mitarbeiter. Ach, wenn, man die, gut behandelt, kriegt man gute Leistung zurück. Mhm. Nein, im Sommer natürlich Weide ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und dass man auch ein bisschen das in der Balance hält. Also nicht, dass man es total vermenschlicht, aber auch nicht als Ding oder so sick als Tier. Ist das in deinem Sinne? Ja, schaut gut aus. Jetzt so fest, gell? Ja. Und jetzt so einfach so zentral, genau, mit ein bisschen klopfen. Super, perfekt. Geschafft, danke dir. Super, jetzt war mega ganz fleißig, oder? Ja. Deine Buttergoldbahn. Nach getaner Arbeit habe ich noch ein paar Dinge auf dem Einkaufszettel für das Kochen heute. Ein Dillsitter. Wollte er mich hier haben. Schneidest du mal was runter, bitte. Gerne. Wie viel magst du denn da? Ich habe keine Ahnung, was der braucht. Wahrscheinlich, weiß nicht, die Hälfte, keine Ahnung. Ich schätze mal so. Aber weißt du was, bevor er irgendwas macht, würde ich schon noch ganz gern kosten. Ja, sowieso gern. Super. Schneide ich da gleich ein Stück rauchen. Wie lange ist der gereift? Der ist jetzt 7 Wochen gereift. Mhm. Ist eher noch ein bisschen länger. Ja. Bitte sehr. Herzlichen Dank. Bin ich neugierig. Ist ja gut. Voll gut. Ja, das freut mich. Total cremig. Wow, voll nett. Ja. Dann wünschen wir dir alles Gute. Ja, danke. Und danke für deine super Arbeit für die Region. Ja, bitte. Gern. Immer. Bitte sehr. Danke, bis dann, Schatz. Die Hofkäserei Schörgerer hat übrigens auch einen Marktstand in St. Johann in Tirol. Jeden Freitag wird hier frische Ware verkauft. Direkt am Hauptplatz von St. Johann treffe ich auch unseren heutigen Koch, Michael Grafel. Bevor er aber mit mir kocht, kochen noch andere für mich.
Christine Lindner ist eine leidenschaftliche Köchin und holt für ihre Speisen Regionalität aus dem Kochtopf und serviert diese dann Hungrigen am Marktplatz, so wie mir. So, erst einmal danke, dass wir da sein dürfen. Wo sind wir da? Wir sind in St. Johann in Tirol, im Bezirk Kitzbühel und haben heute da am Wochenmarkt. Und wir freuen uns, dass wir da heute wieder mal kochen dürfen und regionale Produkte zu verkochen. Wer stellt alles aus? Was findet man da am Markt? Wir sind alles regionale Händler, die was regionale Sachen produzieren. Du hast da bei den ganzen Männern das Sagen, habe ich schon gemerkt. Ach so, ja, ja. Da setzt man schon durch, wenn ich was möchte. Und macht Spaß, einfach für Leute zum Kochen und einfach die Produkte zu präsentieren. Warum ist die Regionalität so wichtig? Ah, ich glaube, ich habe das in die Wiege gelegt. Wir sind das schon Jahre oder unser Vater hat das schon immer gelebt. Und es macht einfach Spaß, wenn du weißt, wo das Produkt herkommt. Ja. Und das stärkt uns natürlich in der Region und das ist eine Nachhaltigkeit und das macht es eigentlich so spannend. Wie oft gibt es den Wochenmarkt? Einmal in der Woche, von März bis Ende November. Wann ist Markttag bei euch? Freitags. Freitags ist immer. Das genau. Ist doch perfekt, ja, oder? Genau. Dann probiere ich jetzt einmal, was du gekocht hast mit deinem Mann da. Genau. Danke dir. Ich genieße meine Spezialitäten noch im Freien, in der Sonne, bevor es zu Michael Grafels Gasthaus Steinberg geht. Dieses liegt im Windautal, am Ende des Brixentals. Hier wird heute ordentlich aufgekocht. Es gibt geschmortes Lammstelzerl mit gratinierter Zucchini-Kartoffel und Windauer Bergheusuppe. Bevor wir irgendwas machen, ganz entspannt, erst einmal danke, dass wir da sein dürfen. Erzähl uns ein bisschen was über das Haus. Also unser Haus gibt es jetzt schon in der vierten Generation. Seit knapp 100 Jahren gastronomisch. Ursprung ist vielleicht schon über 100 Jahre, kann man nicht mehr ganz zurückverfolgen, aber also wir sind jetzt definitiv die vierte Generation, die das gastronomisch betreibt. Wahnsinn. Heusuppe ist, glaube ich, da bist jetzt vorne dabei, das haben wir so in der Sendung noch nie gemacht. Teil mir ein, ich bin der Lehrling. Okay. Silvia, also prinzipiell, was du für eine Heusuppe brauchst, ist einmal eine Gemüsebrühe als Grundlage, mehr oder weniger. Da kann man alles hernehmen, was man so in der Küche findet. Ja. Also sämtliche Wurzelgemüse, ich habe da ein paar Pilze mit drin. Mhm. Also alles, was man so immer hat, also das gibt einmal die Basis. Ja. Und das Wichtigste, also oder die Hauptzutat, ist natürlich das Heu, was wir da hinten haben. Wow. Duftet auch schon ganz gut. Ja, ist das von euch? Ja, das ist da quasi von unserer Hanglage. Ja. Das ist das Kroamat, sagen wir, so die zweite Mat. Das hat den Vorteil, dass du ein bisschen mehr, dass der Kräuteranteil ein bisschen höher ist. Das tun wir jetzt in die Suppe rein. Du kannst jetzt mal zwei, drei Handvoll wirklich, kannst du auch Saustall machen, das passiert. Okay, also einfach da dazu. Ja, du hast es so zusammenknallen und so richtig. Ja. Also im Prinzip machen wir das wie bei einem Tee, also so eine Art Infusion. Mhm. Riecht gut, gell? Riecht wie Urlaub, ja. Warte mal. Eins. So, und jetzt ungefähr noch drei bis vierfache Menge. Also das kann ruhig ausreichen, das fällt dann auch ein bisschen in sich zusammen, weil das ja getrocknet ist. Wir tun jetzt noch ein paar Kräuter vom Kräutergarten dazu. Oh, jetzt musst du uns aber ein bisschen Naturkunde geben. Genau, was haben wir da? Also wir haben da, das kennt jeder, Brennnessel. Die sind also im Sommer alle getrocknet worden. Da haben wir ein bisschen, das ist Salbei. Wir haben da einen Lavendel. Da haben wir ein bisschen Bohnenkraut. Majoran in zwei verschiedene Sorten. Ein bisschen an Oregano. Und dass das ein bisschen aromatischer wird, kannst du jetzt da einen Mix reingeben? Einen kleinen Mix reingeben. Nicht zu viel, aber. Okay. Brennnessel ist ja gut, weil das entwässert auch. Genau. Salbei ist sicher interessant. Da die Blumen ist immer gut. So Blumen sind dann eher für die Farbgebung. Ja, die darf man dann vielleicht zur Deko dann noch verwenden, genau, oder? Richtig. Eine Malve geben wir rein, Malve. Das ist auch was Gutes. Das ist ein bisschen ein Thymian, ja, also das ist Bohnenkraut. Mhm. Bohnenkraut ist überhaupt wichtig. Und vielleicht auch ein bisschen ein Thymian. Das riecht bei dir, bist du wahnsinnig. Super. Den Heu- und Kräuteraufguss für 10 Minuten ziehen lassen. Warum ist die Heusuppe besonders gesund? Sicher, das ist wie bei einem Tee. Also die Inhaltsstoffe sind da mit drin. Aber
Ich finde das einfach klasse, weil es ein einfaches Gericht ist. Ja. Wenn man jetzt den Zugang zu einem Heu hat, auch ganz einfach daheim nachkochen kann. Mhm. Und wahrscheinlich nicht so alltäglich. Zu dieser herzhaften und extravaganten Suppe passt hervorragend gebeizter Fisch als Einlage. Den schneiden wir uns ganz dünn runter und den geben wir dann zu der Suppe dazu. Okay, leg los. Lass dich da her. Okay. Suppi. Also da schneiden wir uns jetzt einfach so ganz dünn. Man sieht gerade, der ist so richtig schön mürb. Mhm. Ganz dünne Scheiben. Ganz dünne Scheiben. Versuchen wir einfach die Haut nicht mitzuschneiden. Nun den Heu- und Kräuteraufguss durch ein Sieb passieren. Das nur so leicht abschöpfen und man sieht auch schon von der Farbe her, dass es schon richtig schön dunkel geworden ist und man riecht es auch. Dann mit Schlagobers verfeinern. Perfekt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Perfekt. Und mit der mitgebrachten Butter montieren. Jetzt kannst du ein bisschen Butter einigen. Ja, also ein bisschen ist immer gut. Also genau, weil das... Das kennst du wahrscheinlich schon, oder? Das kann ich kennen. Ein bisschen bei den Köchen ist immer ein bisschen viel, aber dann schmeckt es auch richtig gut. Perfekt. So, und jetzt wird montiert. Kann man das ein bisschen aufmixen. Dann muss man noch schauen, dass sie die Butter halt ganz aufgelöst hat. Ich habe noch nie Heusuppe gegessen. Ich bin sehr gespannt. Bist du happy? Ich bin zufrieden. Du wirst anrichten. Okay. Ich glaube, das schaut großartig aus. Was meinst du? Super. Also, magst du noch mal sagen, was du gezaubert hast für uns? Also da haben wir die Windauer Bergheusuppe mit einer gebeizten Lachsforelle. Die habe ich verkosten. Ja, bitte. Das ist was Feines. Hey. Interessant, oder? Mhm. Ganz gut. Wie beschreibe ich es? Es ist salzig. Es ist aromatisch, es ist weich durch das Obers, was drinnen ist. Und diese Kräuter geben so ein, ja, wie sagt man denn da? Man fühlt sich so, als wenn man in einem Heustadel liegt. Und ja, genau. Und was Schönes gerade gemacht hat und es steigt irgendwie so gerade der Duft in die Nase. Und eben, also ein Fisch ist ein guter Begleiter. Man könnte da auch was Geräuchertes dazu geben. Ich schnapp mir da jetzt einfach einen Fisch vom Brett, ohne dass ich das kaputt mache. Schauen wir mal. Ne? Passt gut zusammen. Freut mich sehr. Land und Wasser auf einem Teller. Richtig, sehr, sehr schön. Danke vielmals. Bitte gern. Noch bevor wir mit dem zweiten Gericht beginnen, einem geschmorten Lammstelzerl mit gratinierter Zucchini-Kartoffel, zieht es mich zur Wallfahrtskirche nach Mariastein zwischen Kufstein und Wörgl. Hier treffe ich Gertrud Astl aus Mariastein. Die passionierte Ahnenforscherin nimmt mich mit auf eine Reise durch die Zeit. Also erst einmal danke, dass wir da sein dürfen. Ist, finde ich, ein ganz besonderer Ort. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was muss man über diese Wallfahrtskirche und über den Wallfahrtsort Mariastein wissen? Also 1360 ist die Burg das erste Mal erwähnt und sie ist von den Freundsbergern erbaut worden, um ihre Besitzungen zu schützen vor den Bayern. Und es war ja lange nur eine Verteidigungsburg, ein Wehrturm. Und erst später ist es dann zur Wallfahrtskirche gekommen, im Mittelalter. Da hat man dann Heilige verehrt. Und meistens sind diese Kirchen entstanden, als die Feuerwaffen erfunden worden sind und die Verteidigung nicht mehr so wichtig war. Und dann hat man das nicht mehr gebraucht, die Wehrtürme und so, und dann hat man dann Wallfahrtskirchen draus gemacht. Also das heißt, wann war der große Boom der Wallfahrt hier in Mariastein circa? Das war unter Karl Schurf, der war Schlosshauptmann in Kufstein und hat auch diese Burg inne gehabt und hat da die Wallfahrt sehr gefördert. Und in dieser Zeit ist es dann entstanden, dass immer mehr Pilger und Wallfahrer gekommen sind. Und 1618, zur Zeit des 30-jährigen Krieges, waren dann 6 Priester hier und 2 Einsiedler, die ganzen Pilger betreut haben. Wahnsinn, oder? Und man hat aus den Burgräumen hat man dann 3 Burgkapellen errichtet, damit man die alle Messen gleichzeitig lesen kann, dass es für jeden eine Messe zu lesen war.
Maria Stein bietet auch eine wundersame Legende rund um das Gnadenbild der Mutter Gottes. Das Gnadenbild ist eine Madonnenfigur, eine gotische von 1450. Und sie wurde von den Herren von Ebbs, wurde die in der Kirche aufbewahrt, wahrscheinlich in der Burgkapelle. Und Karl Schurf, der hat einen Schwager gehabt, dem hat dieses Schloss, die Burg zuvor gehört. Und der ist zurückgegangen nach Augsburg und hat alles mitgenommen und auch das Gnadenbild. Und auf wundersame Weise ist es dann wieder zurückgekehrt und sogar zweimalig. Und da ist die Heiligenlegende, diese Legende entstanden, dass die Engel die Mutter Gottes zurückgebracht haben. Noch schnell ein Kerzel anzünden, die richtigen Gedanken nach oben senden und Maria Stein auf Wiedersehen sagen. Zurück im Windautal bereitet Michael Grafel mit mir Lammstelzerl zu. Ich habe da vom Fasselbauer, der ist da bei uns im Windautal, mal so ein Sammelsurium an Lammfleisch mitgebracht. Machen wir mal heute die Stelze. Die Lammstelzen von allen Seiten würzen. Gut anbraten. Ja, da muss man ja aufpassen, gell? Und das braten wir jetzt mehr oder weniger rundherum an. Von allen Seiten. Und wieder aus dem Topf herausnehmen. Wie Sie sehen, schon, das ist gar nicht so stark angebraten, sondern nur ein bisschen. Ein bisschen, ja. Nur, dass wir ein bisschen Röstaromen haben. Ist das richtig, wenn ich da so ein bisschen reinfahre? Ja, das macht nichts. Das vertragt das Fleisch schon. Gut. Super. Nun Wurzelgemüse kräftig anbraten. Tomatenmark beigeben und mitrösten. Und Tomatenmark ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Sonst wird es bitter. Und mit Portwein. Perfekt. Madeira. Okay. Und Rotwein ablöschen. So. Ja, da noch ein bisschen. Das schadet nicht. Perfekt. Super. Jawohl. So, das hat jetzt schön gekocht. Mhm. Jetzt kann man da so zwei, drei Schöpfe von der Soße dazugeben. Ja. Und das ist jetzt das, was das wahrscheinlich ausmacht, das ganze Gericht. Neben den tollen Zutaten. Das ist deine Grundsoße, gell? Das ist eine Grundsoße, ja. Und reicht das? Da noch einen Schöpfer dazu. Und es ist versprochen worden, dass Sie alle Rezepte inklusive dem von der Grundsoße bei uns finden auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/silviakoch, im ORF-Teletext auf der Seite 356 und in der ORF-Nachlese sind auch immer alle Rezepte drin. Schau her, und es gibt schon eine Verbindung. Schaut gleich ganz anders aus, gell? Nun die Stelzen hineinlegen. Mhm. Ja. Jetzt haben wir da noch ein bisschen, das ist einfach eine Gemüsebrühe. Mhm. Könnte man auch Suppe oder, wenn man nicht hat, ein bisschen Wasser. Ja. Einfach so weit aufgießen, dass es bedeckt ist. Mhm. Und bei 180 Grad circa 1,5 Stunden fertig garen. Während das Lamm noch vor sich hinschmort, kann man Kartoffeln leicht fächrig schneiden. Jetzt kannst du das vielleicht umdrehen, dann ist es ein bisschen leichter. Mhm. Das ist geschenkt. Wir wollen ja keine roten Kartoffeln. So. Mit etwas Öl beträufeln und mit Salz würzen. Ein bisschen am Pfeffer. Mhm. Und zu den Lammstelzen in den Ofen geben. Nach ca. 30 Minuten herausnehmen und eine Zucchini in Halbmonde schneiden. Diese in die Kartoffelzwischenräume stecken. In jede Spalte der Zucchini? Soweit es geht. Also. Soweit es geht. Ohne dass man es bricht, gell? Hey, das schaut ja toll aus. Wie nennst du das? Kartoffel-Zucchini? Kartoffel? Gratinierte Kartoffel mit Zucchini, genau. Ja, bitte. Und man hat halt dann gleich eine Vitamin- und eine Sättigungsbeilage. Das ist dein Vitamin? Die 5 Radeln Zucchini? Alles klar. Ja, wir machen dann noch ein bisschen Wurzelgemüse dazu. Und mit dem von mir mitgebrachten Tilsiter Käse gratinieren. Super. Wie lange muss das jetzt dann noch ins Rohr? Das kann man ins Rohr geben, da wird es ein bisschen länger dauern. Wir stellen das unter einen Salamander, also mit Oberhitze. Das würden wir im Rohr dann auch machen. Mhm. Ungefähr nur so 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie heiß der Ofen ist. Muss man ein bisschen schauen, dass das nicht verbrennt. Der Käse soll einfach schön schmelzen. Die sind fertig geschmurgelt, was Sie jetzt zu Hause nicht gesehen haben. Wir haben die rausgenommen und haben dann die Soße passiert. Genau, also. Ja.
Und jetzt sind, da haben wir im Prinzip die Haxerl nochmal in Heu einpacken, da haben wir das Thema Heu nochmal aufgegriffen. Und dann kann das da drin noch ein bisschen reifen, ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und das Fleisch nimmt die Aromatik vom Heu richtig gut an. Was machst du jetzt? Da haben wir ein bisschen Wurzelgemüse dazu, mhm, und die Soße müssen wir noch fertig machen. Okay. Da haben wir jetzt da einen selber gemachten Salbei-Rosmarin-Honig. Also das ist ganz ein normaler Waldhonig, ja, von unserem Imker. Mit Rosmarin und Salbei lasse ich das 4 bis 6 Wochen stehen. Und jetzt geben wir am Schluss noch ein Rosmarin dazu und ein bisschen Salbei. Mhm. Das ist jetzt alles ziemlich heiß, gell? Also Vorsicht. Oh, schau wie schön. Und da haben wir die Haxerl. So. Schau da mal nach. Das ist so wie ein Geschenk auspacken. Mhm. So. Riecht da das schöne Heuaroma. Wow. Ja. Super. Jetzt haben wir da so eine Stelzer. Da kommt jetzt so eine Kartoffel dazu. Und eine wunderbare Soße. Magst du nur mal sagen, was du gezaubert hast für uns? Da haben wir geschmorte Keule vom Lamm mit der Zucchini-Kartoffel überbackene, eine gute Soße dazu. Ich bin mir sicher, das zerfällt jetzt fast, das Fleisch. Schau her, da. Mhm. Ja, genau. Ich bin ja auch ganz ein großer Fan von Lamm und Schaf und so, das liebe ich. Ist ein bisschen, geht ein bisschen unter manchmal, gell, Lamm? Voll gut. Voll gut. Voll gut. Also, Wahnsinn. Vor allem die Soße ist so gut. Und deswegen vergiss ich auch nicht auf das Grundrezept, was wir unbedingt brauchen. Da müssen wir noch Verhandlungen führen. Was willst du? Also, verwenden es genauso für unterschiedliche Weine, das bringt es total. Und jetzt schauen wir, der Käse mit Kartoffel und Zucchini, was der kann. Den haben wir ja abgeholt. Und was für eine schöne Idee. Das schaut super aus am Teller. Mahlzeit zu Ihnen nach Hause. Danke dir. Hm. Hm. Traumhaft. Der Käse ist super. Man kann nicht viel machen, falsch machen bei überbackenem Käse. Aber die Kombi von Zucchini mit den Kartoffeln, das ist schon gut und das passt natürlich auch zum Fleisch sehr, sehr gut dazu. Besser als die frisch geschmorte Lammstelze von Michael Grafel ist wohl nur das Gesamtpaket dieser Region. Inklusive gut gelaunten Käser Andreas Lindner, einem traditionellen Markt mit heimischen Produkten und dem richtigen Draht nach oben. Ja, so lässt sich's leben. In Tirol, im Brixental und in ganz Österreich. Wie ist